hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder. Ich möchte euch heute mal ein bisschen was über den Halsband-Leguan erzählen. Es ist halt ein wunderschönes Tierchen. Der Halsband-Leguan, halt Halsband-Leguan, weil er hier um den Hals so ein kleines schwarzes Band hat. Na, das ist jetzt ein schönes, richtig schönes Tier mit einem richtig schönen gelben Kopf. Hier hinten verschwimmt es so ein bisschen ins bläuliche, grünliche. Geht den ganzen Schwanz entlang. Die Beine sind auch ins Grünliche rein. Wirklich wunderschön gefärbtes Tier. Den gibt es auch in verschiedenen Farben. Wurden früher oft nachgezüchtet. Im Moment ist es ein bisschen ruhig um den geworden. Obwohl es eigentlich ein super schön zu haltendes Tier ist. Und er ist auch sehr spannend von der Haltung. Die Tiere kommen aus den USA und Mexiko. Meistens da in sehr trockenen Gebieten. Mit felsigen Untergründen. Sag mal Bruchsteinen. Sowas in der Art. Also wie man sich das so richtig vorstellt. Auf so einer Fototapete quasi. Terrarium-technisch bräuchte so ein Terrarium. Also mindestens 1,50 Meter lang, 60 tief und dann 80 hoch, weil das auch sehr sprungfreudige Tiere sind, die auch gerne klettern. Meistens halten sie sich irgendwo an erhöhten Positionen auf, wo sie dann quasi die Umgebung beobachten. Und wenn dann irgendwo nur ein kleines Futtertier rumwuselt, sei es Heimchen oder ähnliches, wird da drauf sofort zugesprintet. Die haben sehr lange Beine hinten. Und die können auch sehr gut auf den Hinterbeinen laufen. Also wenn das Becken groß genug ist, kann das schon mal sein, dass sie dann so einen richtigen Sprint hinlegen. Wichtig ist bei den Tieren, dass sie eine gescheite UV-Beleuchtung haben. Unterm Strahler darf auch gerne mal an die 50 Grad gehen. Aber man muss auch gucken, dass ein paar Ecken ein bisschen kühler sind. So zwischen 26 und 30, dass sie sich auch wieder abkühlen können. Den Bodengrund würde ich dann wirklich mit Bruchstein machen. Oder Sand-Lehm-Gemisch, den man schön festdrückt. Weil die mögen das gar nicht, in so fluffigen Sand rumzulaufen. Da kriegen sie dann auch meistens Augenentzündung, wenn da mal was ins Auge kommt. UV-Lampe ist super wichtig. Temperatur ist bei den Tieren auch halt vonnöten, damit die überhaupt klarkommen und vernünftig verdauen können. Halten am besten, sag ich mal, ein Männchen, ein bis zwei Weibchen. Wobei man natürlich gucken muss, weil die Weibchen untereinander ja auch nicht immer sich so grün sind. Und da muss man einfach mal gucken, wie gut die sich dann verstehen mit den Männchen. Die Weibchen können so zwei bis dreimal im Jahr Eier legen. Wobei man gucken sollte, dass höchstens zweimal im Jahr Eier kommen, weil sonst ist da zu viel Stress für das Weibchen. Man sollte auch gucken, dass man die nicht zu früh verpaart. Meistens können die schon so mit zwei Jahren Eier legen. Aber das ist manchmal ein bisschen zu viel, weil das Weibchen das einfach gar nicht verkraftet. Da muss man einfach wirklich gucken, wie man dann die Gruppe zusammenstellt. Die Eier sind meistens, sag ich mal, so 10 Stück, die die legen. Die kommen dann in den Inkubator. Sag mal, bei 32 Grad hat man meistens Glück, dass Weibchen, nur Weibchen schlüpfen. Bei 27 Grad meistens Männchen. Und dazwischen hat man natürlich eine schöne bunte Mischung. Im Winter sollte man den Tieren eine vernünftige Winterruhe gönnen. Dann werden die meistens aus dem Terrarium genommen. Und man muss nach so einer kleinen Übergangszeit mal schauen. Entweder hat man einen kalten Keller, wo man die dann quasi einlagern kann. Oder man müsste einen ausrangierten Kühlschrank nehmen, den man dann so zwischen 7 und 10 Grad einstellt. Kleine Dose fertig machen, feuchtes Moos oder feuchtes Papier, dass sie sich da, dass die halt nicht austrocknen während der Winterruhe. Und zwischendurch auf jeden Fall mal die Kühlschranktür öffnen oder auch mal nachgucken, wie es den Tieren geht. Die fressen dann auch nicht mehr, ziehen sich vollkommen zurück. Und haben eigentlich auch keine Bedürfnisse mehr, großartig Futter aufzunehmen. Höchstens halt Wasser, da muss man dann vielleicht mal öfter mal noch ein bisschen nachsprühen. Nach einer erfolgreichen Paarung kriegen die Weibchen meistens rote Flecken am ganzen Körper. So kann man sehen, dass die quasi trächtig sind. Dann werden die auch immer dicker und man sieht halt, dass die schon mal so Probebuddelungen vornehmen. Weibchen kann man sogar schon kurz nach der Geburt erkennen. Wenn man die nämlich umdreht. Ich tue den mal hier rein, den kleinen Freund. Das müssen wir jetzt nämlich nicht an ihm zeigen. Da habe ich mal was vorbereitet. Es ist zwar kein Halsband-Leguan, aber man kann es trotzdem erkennen. Wenn man sich vorstellt, hier unten ist die Kloake beim Weibchen, dann sind bei den kleinen Weibchen rechts und links so ein paar schwarze Pünktchen. Und da kann man ziemlich sicher sein, dass man dann auch ein Weibchen hat. Und dann kann man auch in jungen Jahren schon feststellen, guck mal, ich habe ein Pärchen. Das ist eigentlich ganz fein. Futtermäßig, sag ich mal, Insekten auf jeden Fall, sind auch als Echsenfresser verschrien. Wenn da mal irgendwo eine kleine Echse rumlaufen sollte in freier Natur, wird die natürlich auch gefressen. Klar, das macht man natürlich im Terrarium nicht, aber ne,
man muss es ja sagen, weil wenn da mal ein kleiner Halsband-Leguan dazwischen ist, ist der natürlich auch weg. So, dann machen wir mal den Haltungscheck für die kleinen Kerlchen. Die Größe von den Tieren ist ungefähr bei 35 cm. Da gibt es auch verschiedene Unterarten. Die größten werden meistens so 35. Mindestbeckengröße würde ich denen schon geben, 1,50 m, 60, 80, damit die auch ordentlich was zu klettern und springen haben. Richtig schöne Rückwand würde ich auf jeden Fall reinbauen, dass sie auch richtig was, da was zu tun haben, weil die sind sehr hibbelig. Geschlechtsreife meistens so mit 2 bis 3 Jahren, manchmal auch schon früher. Eier legen sie so um die 10 Stück, meistens so 2 bis 3 Mal im Jahr. Futter, wie gesagt, Insekten, kleine Wirbeltiere, die gehen auch manchmal an Pflanzen und Blüten, muss man ausprobieren. Kommen aus den Trockengebieten, aus den USA und Mexiko, was man so sich vorstellt, da kommen die auch her. Ab November machen sie eine Winterruhe bei 7 bis 10 Grad. Und der Boden sollte schon mit Bruchstein oder Sand-Lehm-Gemisch ausgelegt sein, damit das nicht in die Augen kommt und sich entzündet. Unter den Höhlen würde ich da ein bisschen mit Erd-Sand-Gemisch arbeiten, dass die auch ein paar Ecken haben, die ein bisschen feuchter sind. Ja, morgens einmal kräftig durchsprühen, dass das über den Tag wieder abtrocknen kann, weil in den Wüsten ist ja morgens auch immer Nebel. Ja, und dann kann man die wunderbar halten. So, wenn euch die kleinen Halsband-Leguane gefallen hat, dann schaltet auch nächstes Mal wieder ein, drückt die Glocke, liked uns und bis bald. Tschüss!